Alter, was geht ab, Leute? T-Wobbelt hier. Und wir haben hier frisch aus der Presse drei neue Emperor of Darkness Monarchen Structure Decks. Yes. Kam jetzt am Donnerstag, glaube ich, raus. Ja. Und ist jetzt auch schon wieder gehyptes Deck. Ja. Ihr habt die Matches gesehen mit dem Lightning. Genau. Er hat uns zerstört hat er. Zeige ich es mal. Ja. Wobei nicht so richtig. Wir wussten nicht, wie man mit dem Deck umgehen soll. Aber das Deck an sich ist echt stark. Ja. Kann man auch sehen, was da alles drin ist. Monster, Zauber, Fall. Es sind auch viele Staples drin. Schauen wir mal die drei Dinge auf. Also mir wurde ja auch vorgeschlagen, dass wir nachher spielen sollen. Drei Starter, du kannst mit Meter mithalten, das habe ich wirklich nicht geglaubt. Aber an den Showmatches haben wir gesehen, es ist wirklich machbar. Jetzt schauen wir es mal an. Was war jetzt dein Eindruck so, nach den Spielen mit Dennis? Wie gesagt, mein Eindruck war halt viele neue Karten. Es ist sehr schnell, also es hat auch Draw, auf jeden Fall. Starke Monster. Auch wieder mal eine Spielfeldzauberkarte, die ist auch recht bekannt. Was hat dich von den Karten jetzt so überzeugt? So. Also zum Beispiel, die ist halt recht stark. Die sagt halt, wenn sie kommt, kannst du halt dann zwei Zauber- oder Fallen-Monarchenkarten in den Spiel. Ja, die kennt schon den Effekt, habe ich schon erklärt. Achso. Die finde ich halt echt gut, weil die auch im Gegner zukommen kann. Ja, indem das ist du halt sehr gut, dann, ja. Indem du halt jetzt, und jetzt weiß ich auch, warum Stormforce auch eine Stellzauberkarte ist. Ja. Ja, weil du sie auch in der gegnerischen Runde aktivieren kannst. Da kannst du sie halt normal sammeln in der gegnerischen Runde, indem du halt zwei Monster aufpasst, vom Gegner und deine halt. Die ist halt richtig gut in dem Deck, spielt man auch dreimal, glaube ich. Er hier, der Erberus. Dieser Erberus halt. Ist halt auch sehr, sehr krass, wenn jetzt er anfängt mit ihm, fängt der Gegner mit einer Handkarte weniger an, weil er entweder eine Hand oder eine Feldkarte ins Deck zurückmischt, ja, und sein Effekt zielt nicht, spricht gegen Cosmo einfach richtig gut. Das sind sozusagen diese beiden Sucher aus dem Deck, die sich halt dann gegenseitig specialen. Ja, er holt dann noch eine gebanishte Karte, also mega geil, ja, also kann man auch suchen, diesen Krieger, also er ist Krieger, den kann man suchen mit Reinforcement oder mit anderen Karten. Was mich noch total überrascht hat aus in diesem Deck, war natürlich diese Karte hier. Ja. Das ist die Draw-Karte für das Deck. Draw und Search. Genau, Draw und Search. Sprich, du kannst in einer Runde eine Karte abschmeißen und halt dann ziehen und dann nochmal eine Karte auf die Hand holen. Die Karte ist richtig gut. Das hat mich noch überrascht, was ich gesehen habe. Ja, gegen Chong Wading, die wichtigste Karte, genau, die Spielfeldzauberkarte. Spielfeldzauberkarte, das ist doch die hier, glaube ich. Ja. Sie gibt Push, ja, Endkrass, die kommen über jedes Monster drüber, die gibt 880k Push. Und man darf keine extra Monster Special oder beschwören. Richtig gute Karte. Ja. Und ansonsten, das ist glaube ich auch nochmal der Searcher des Decks, oder? Glaube ich, man muss nur ein Monster vorzeigen. Kannst was auf die Hand suchen. Ja. Das sind ja natürlich die anderen Karten, die es eh schon lange gibt. Ja. Und natürlich, die Karte ist halt einfach nur. Stormfall ist einfach nur broken. Genau. Ich finde die richtig gut. Wir bauen jetzt noch schnell ein Deck. So aus den drei Startern und dann werden wir euch das zeigen. Ja. So, wir haben jetzt mal versucht, da ein Deck rauszubauen. Genau. Zeig das mal schnell. Ja, hier ist das Ergebnis aus den drei Startern, ja, was wir uns so überlegt haben. Zwei Milvius, das ist immer gut. Zwei Kaios. Hier einmal. Ein Erdwasser. Einmal Mathematiker. Logum. Wenn zum Beispiel diese eine Zauberkarte entfernt ist, diese Ziehzauberkarte da, die da hier, kann man dann zum Beispiel den Level 1er reinlegen in den Grave. Ja, kannst du ja wieder auf die Hand nehmen. Ja, dann kann man wieder weiter Faxen machen. Finde ich nicht schlecht. Dreimal den Eidos. Dreimal Idea. Ich bräuchte die Crashcard, aber die ist keine 5. Erebus dreimal und dreimal die Crashcard in Ende gewesen. Die hier. Zauberkarten. Drei Domäne. Was ist so Red Eyes? Drei, wie spielt man das? Keine Ahnung. Ziehkarte halt. Dreimal Rückkehr der Monarchen. Dreimal Marsch der Monarchen.
dreimal Hartfähigkeit der Monarchen und dreimal Sturmkraft der Monarchen. Selbst um die Glaube zu sehen, aber jeden 1, 2 Euro. Fallenkarten. Einmal die Eskalation der Monarchen und dreimal der primäre Monarch. Genau. Und da fehlt nicht, wie findest du das Deck? Fehlt da noch viel, um das Turnier spielbar zu machen? So eigentlich, eigentlich noch ein paar einzelne Karten vielleicht, wie Mega Kaios, wie Kudatze eventuell oder so. Aber sonst eigentlich ist in den drei Staaten, wenn man drei Staaten hat, hat man fast schon echt fast zu 80% das komplette Deck oder zu 90% sogar. Man braucht kein extra Deck in dem Ding. Es fehlt halt echt nur noch so Feintuning. So. Ja. Früher war so Starter, du musstest noch viel dazu kaufen. Aber jetzt mit in letzter Zeit kommen schon starke Decks da raus. Aber das hier ist seit langem wieder eins. Ihr seht selbst, es kann so krass mithalten mit dem Meta. Und das Meta ist gerade so dominant. Ja. Und so ein Starter ist hier echt dumm zu kaufen. Ja, lohnt sich wirklich. Ja. Und viele gute Karten. Strukturdeck, kein Starterdeck. Ja. Starterdeck, genau. Und die braucht kein extra Deck, auch ein Plus, oder? Ja, keine weiteren Kosten, immer gut. Ja. Was zurzeit ein heißes Gesprächsthema ist, ist, auf Turnieren darf man ja immer wissen, dass der Gegner kein Extra-Deck hat, und also wie viele Karten er spielt. Und wenn du dann weißt, dass der Gegner keine hat, dann weißt du halt, dass er Monarchen spielt. Und was Leute jetzt getan haben, ist, die haben einfach 15 Tokens in ihr Extra-Deck getan, genau, um das zu kompensieren. Genau. Yeah. Und das ist aber Cheating. Das darf man nicht. Das ist echt so. Das war letztes auf dem Turnier. Die haben gesagt, da hat der Judge gesagt, nein, das ist Cheating. Das darf man nicht. Sprich, man darf keine Tokens als Dinger nehmen. Dass man halt den Gegner verwirrt sozusagen. Okay, aber ganz ehrlich, was bringt ihm das, wenn er 15 Token drin hat? Ja, damit er hat keinen Vorteil. Doch, weil der Gegner weiß dann nicht, dass du Monarchen spielst. Jetzt hat er doch, wieso tut der Idiot dann Token rein? Tut er so irgendwelche extra Decks? Ja, weil dann die Effekte nicht mehr aktiv sind. Die Effekte nicht. Zum Beispiel der Effekt von dem geht dann. Du darfst kein Extra-Deck haben. Von der Feldzauberkarte hier. Ja. Deswegen, wenn er dann 50 Karten hinlegt, ja, okay, dann heißt es, ist es ein Extra sozusagen, und der Gegner weiß nicht. Das ist halt ein Nachteil vom Monarchen. Man weiß das von Anfang an, dass du Monarchen spielst. Muss aber kein Nachteil sein. Doch, ist ein Nachteil. Ja, man weiß da Bescheid, aber trotzdem ist das Deck gut. Ja, das ist ja. Das Deck ist wirklich sehr gut, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja. Deck ist gut, wir haben es euch präsentiert. Schaut. Holt es euch an, dreimal. Ja. Ich werde es mir noch genauer anschauen, weil ich habe jetzt noch nicht so viel Ahnung davon, aber habe mich echt überzeugt bis jetzt. Genau. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht.